Die Arktis. Das sind atemberaubend schöne Eislandschaften und ein faszinierender Lebensraum für Flora und Fauna. Die Bremen erreicht bei ihren Reisen in die Arktis entlegene Gebiete, fernab der Zivilisation. Es ist eine Expedition der ganz besonderen Art und bedeutet für viele Gäste die Erfüllung eines Lebenstraums. Doch was macht eigentlich den besonderen Reiz der Arktis aus? Vor allem die Landschaft. Ich finde es wunderschön, in kleine Täler zu wandern, wo hinten Gletscher runterkommen. Und vor allem, es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Man hat hier viele Möglichkeiten, irgendwelche Inseln anzulaufen, wo man vorher noch nie war. Es ist ein magischer Ort, hat natürlich sehr viel Geschichte. Es ist ja kein festes Land, es sind sehr viele Inseln. Und man hat den Nordpol in der Mitte, wo man auch relativ nah hinkommt. Die Magie der Arktis spiegelt sich aber nicht nur in der Landschaft wider. Auch das Tierreich ist faszinierend. Neben arktischen Schneehasen, Elfenbeinmöwen, Robben und Moschusochsen gibt es auch Eisbären und Polarfüchse. Doch die Sichtung bleibt eine Herausforderung. In der Arktis muss man sich die Beobachtung schon erarbeiten. Es ist nicht so wie in der Antarktis, dass man weiß, da haben wir eine Pinguinkolonie, da gehen wir hin und dann haben wir eben Tausende von Pinguinen. Die Arktis, die Tiere der Arktis sind koevolviert mit Tausenden von Jahren Jagddruck. Das heißt, es ist eben nicht so ganz so einfach, sich eben an die Tiere heranzunähern. Und umso schöner ist es, wenn es dann gelingt, dass die Tiere einem insoweit vertrauen, dass sie einen nah genug heranlassen für eine schöne Beobachtung. Es gibt aber noch einen entscheidenden Unterschied zur Antarktis. Es leben hier Menschen, finde ich sehr interessant, die Inuit, die hier überleben in dieser Gegend, sind hier als Jäger, also leben hier richtig von dem Land. Auf den Expeditionsreisen lernen die Gäste das Leben der Arktisbewohner kennen und erleben die Schönheit der unberührten Natur. Die Arktis-Saison beginnt und MS Hanseatic und Bremen starten ihre aufregenden Fahrten ins Eis.